Pioniere in der zweiten Generation. Ökowein aus Ihringen. Ziemlich unvermittelt erhebt er sich aus der flachen Rheinebene, der Kaiserstuhl, dieses dem Südschwarzwald vorgelagerte kleine Mittelgebirge. Und es steht für Wein. Der Kaiserstuhl gilt als sonnenreichstes Rebengebiet Deutschlands. Der Weinanbau geht vermutlich auf die Römer zurück und ist seit dem Jahr 769 aktenkundig. Natürlich ist der Kaiserstuhl nicht das einzige Weinbaugebiet am baden-württembergischen Rhein. Das Markgräfler Land sei hier aufgeführt, auch am jungen Hochrhein gibt's Wein, im Kraichgau und so weiter. Der Kaiserstuhl ist aber vielleicht wegen seiner exponierten Lage besonders bekannt. Hier findet sich uralter vulkanischer Untergrund mit Lössauflage, besiedelt bis heute von einer erstaunlichen Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Idealer Boden aber eben auch für Weiß- und Grauburgunder, Müller-Thurgau, für Riesling und für Spätburgunder. Und die sind weit über die Region hinaus bekannt für viel Sonne im Glas. Kaiserstuhl, muss man sich vorstellen, liegt als einzige Erhebung in der Rheinebene, in der flachen Rheinebene, die eingegrenzt ist von der Vogese auf der einen Seite und dem Schwarzwald auf der anderen Seite. Und nach unten hin, nach Süden offen, ist die burgundische Pforte, von der wir die ganzen warmen Winde auch herbekommen. Helga Pix stammt aus einer Winzerfamilie der Region. Ihr Mann Reinhold, als gelernter Forstwirt, kam aus der Stuttgarter Gegend hierher. 1983, also in der Zeit der beginnenden Umweltbewegung, aber auch eines erwachenden Bewusstseins für alternative Anbaumethoden, begannen sie in Ihringen, damals vielfach misstrauisch beäugt, das Experiment Biowein. Wir gehören zu der Erste und es war damals, mehr so exotisch auch das zu machen. Wir sind aufgefallen. Man hat uns auch ein bisschen für verrückt gehalten, weil man nicht geglaubt hat, dass es machbar ist. Ja. Und der Erste war eigentlich im Markgräflerland unten. Dann kamen hier am Kaiserstuhl noch ein paar zu und wir haben auch einen sehr guten Kontakt miteinander gehabt, weil es damals einfach noch keine Erfahrungen auf dem Gebiet war. Deswegen war das sehr schön, einen Erfahrungsaustausch zu haben. Man hat viel öfters getroffen und hat über seine Probleme geredet und wie man was am besten macht und was möglich ist und wie man es besser machen kann und. Es war eine sehr schöne Zeit auch für uns. Pioniergeist und Eigensinn haben sich ausgezahlt. Heute, Jahrzehnte später, hat Sohn Hannes das Weingut in einen Demeter-Betrieb überführt. 7 Hektar werden mittlerweile bewirtschaftet. Man vermarktet direkt oder beliefert regionale Biomärkte. Inzwischen muss man auch nicht mehr im großen Bottich im Hof Schachtelhalmtee kochen oder Brennnesselsud ansetzen. Solche organischen Spritzmittel sind inzwischen anerkannt und überall erhältlich. Aber wenn man das Glück hat, bei der Weinlese vorbeischauen zu können, durch die Rebenreihen zu gehen, mit am Tisch zu sitzen, bei Schäufele, Kartoffelsalat und einem Glas Riesling, dann kann man Verbundenheit und Gemeinschaft spüren. Verbundenheit mit der Arbeit, mit dem, was da wächst und auch mit dieser Landschaft. Bisweilen arg strapaziert der Begriff. Für Hannes und Sonja Luisa Pix bedeutet der Kaiserstuhl der Blick übers Rheintal, Heimat. Ja, und wenn ich auch mit der Hand durch die Boote fahre, dann denke ich, oh Mensch, das ist mein Boote. Da habe ich laufen gelernt, der gehört auch mir, da wachsen meine Traube. Und für mich ist es schon ein wenig eine Wurzel und das ist toll. Und bei mir ist es immer noch so, wenn ich dann bei schönem Wetter mit dem Traktor irgendwie im Frühjahr rausfahre oder durch die Rebe, dass ich dann mal einen Freudeschrei loslassen muss, wenn es einfach kommt ab und zu tatsächlich vor, ja. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall auch Heimat. Also ich komme aus Freiburg-Tingen, das ist jetzt hier am Thuniberg, gerade 10 Kilometer entfernt ungefähr. Und ich kenne auch die Gegend, sag ich mal, von der Westentasche so. Also Thuniberg auf jeden Fall und jetzt immer mehr an Kaiserstuhl auch. Und wir waren früher auch schon auf vielen Festen und Partys hier überall. Also ich verbinde die ganze Gegend hier mit viel Freunde, Freude, mit vielen schönen Abenden und Tagen. Für die beiden ist auch klar, dass sie die ökologischen Ideen der Elterngeneration aus den 1980ern weiterführen. Also für mich ist das jetzt keine Last oder Bürde, sondern es ist schon eher die Kür, ökologisch zu arbeiten. Ja, einfach nachhaltig arbeiten. Ich meine, wir sehen es an unseren Kindern, wir wollen eben auch das schöne Fleckchen Erde hier so weitergeben.